PlayStation 4 oder Xbox One? Welche Konsole macht das Next Generation Rennen? Keine Frage beschäftigt die Videospielergemeinde aktuell mehr als diese. Wir machen deshalb den ganz nüchternen Direktvergleich und lassen die Konsolen von Microsoft und Sony gegeneinander antreten. Anhand der Königskategorien Hardware und Technik, Controller, Multimedia und Online-Features, Spiele sowie Preis- und Release-Datum machen wir den Next Generation-Check. Auf dem Papier sind sich die beiden Konsolen sehr ähnlich. Sowohl Microsoft als auch Sony setzen beim Prozessor auf 8 Kerne, bestücken ihre Kisten mit jeweils 8 GB Arbeitsspeicher, einem Blu-ray-Laufwerk und einer 500 GB Festplatte. Allerdings sind sich Technikexperten und Entwickler einig: Die PS4 hat noch einen Tick mehr Hardware-Power. Das liegt daran, dass in der Sony-Konsole GDDR5 Arbeitsspeicher verbaut ist, der wiederum eine Bandbreite von 176 GB pro Sekunde liefert. Die Xbox One schafft da nur 68 GB. Außerdem ist auch der Grafikchip der PS4 mit seinen 18 Steuereinheiten theoretisch fixer als sein Xbox-Pendant. Ach ja, die Festplatte der PS4 lässt sich im Gegensatz zu der Xbox One austauschen. Man kann die Kapazität also erweitern. Deshalb geht dieser Punkt an die PS4. Die Gamepads der beiden kommenden Konsolen sind Weiterentwicklungen ihrer berühmten Vorgänger. Microsoft setzt auf das von der 360 bekannte Design. Allerdings sind die Schulterträger nun mit einer coolen Vibrationsfunktion ausgestattet. Sonys DualShock 4 kommt gleich mit mehreren Innovationen daher. Auf der Vorderseite des Pads befindet sich eine kleine Touch-Oberfläche, auf der Rückseite ein Leuchtbalken, der mittels seiner Farbgebung zum Beispiel die Lebensenergie eurer Spielfigur anzeigt. Auch die bekannten Six-Axis-Bewegungssensoren sind wieder mit an Bord. Apropos Bewegung: Kinect ist zentraler Bestandteil der Xbox One. Ohne die Kamera geht bei der Microsoft-Konsole gar nichts. Sämtliche Menüs und eben auch einige Spiele können mittels Gesten und Sprachkommandos gesteuert werden, was hoffentlich besser funktioniert als noch bei der Xbox 360. Sony hält mit PlayStation Move dagegen, bietet die entsprechende Hardware aber optional an. Schlussendlich ist die Wahl des Controllers nach wie vor Geschmackssache. Wir werten diese Kategorie also als ein verdientes Unentschieden. Nach dem PR-Desaster auf der E3 hat Microsoft seinen Online-Zwang wieder aufgegeben. Die Xbox One muss also nicht alle 24 Stunden einmal mit dem Internet verbunden sein. Und gebraucht gekaufte Spiele sollen nun plötzlich doch ohne Gebühr nutzbar sein. Gleiches gilt für die PS4. Auch sie funktioniert ganz altmodisch offline. Allerdings könnt ihr dann natürlich nicht den ganzen tollen Internet-Schnickschnack nutzen. Sowohl Sony als auch Microsoft setzen auf einen Abo-Service. Xbox Live und PlayStation Plus werden im Jahr knapp 50 Euro kosten und neben dem üblichen Online-Gaming einige coole Zusatzfunktionen bieten. Auf beiden Konsolen könnt ihr beispielsweise eure besten Spielszenen aufzeichnen und sie online mit euren Freunden oder der ganzen Welt teilen. Freilich können auch beide Konsolen Blu-ray-Filme sowie Musik abspielen und Bilder anzeigen. Ein großer Unterschied ist jedoch, dass die Xbox One im Gegensatz zur PS4 auch Fernsehsender streamt. Insgesamt endet diese Kategorie somit mit einem Unentschieden. Für beide Next-Gen-Konsolen wurden bereits zahlreiche Exklusivspiele angekündigt. Während Sony mit Killzone Shadowfall, Drive Club, Deep Down, The Order 1886 und Infamous Second Son punkten will, setzt Microsoft auf Halo 5, Forza 5, Rise, Quantum Break und Dead Rising 3. Da auch die Unterstützung seitens der Publisher und der Indie-Entwickler bei beiden Konsolen gleichermaßen groß ist und Microsoft seine Regionalsperre inzwischen aufgegeben hat, endet auch dieser Vergleich mit einem knappen, aber verdienten Unentschieden. Beide Konsolen sollen weltweit noch in diesem Jahr, wahrscheinlich im November, auf den Markt kommen. Allerdings wird die PS4 399 Euro und damit 100 Euro weniger als die Xbox One kosten. Und auch wenn man bei Sony die Kamera noch separat kaufen muss, geht dieser Punkt eindeutig an die PS4. Fassen wir also zusammen. Die PlayStation 4 gewinnt in der Rubrik Hardware und Technik sowie beim Preis. Beim Controller und den Steuerungsmöglichkeiten sowie bei den Spielen und den Multimedia-Features erkämpft sich die Xbox One hingegen ein Unentschieden. Somit heißt der Sieger in unserem Next-Gen-Konsolenvergleich trotz Microsofts veränderter Online-Politik PlayStation 4. Mal sehen, ob Microsoft diesen Rückstand bis zum Release der beiden Konsolen noch aufholen kann.